Hallo liebe Gameruckler, liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten des Kanals, heute mit einem Special. Aus folgendem Grund: Ich wollte eigentlich eine Pizzeria etwas pushen, die frisch aufgemacht hat. Ich bestelle hauptsächlich Pizza beim echten Italiener, weil eine echte Pizza schmeckt man nur vom echten Italiener. Das ist einfach so, ja. Ich bin Pizzaliebhaber, ich mag Pizza, viele von euch auch, ne? Das ist ja mit Sicherheit ein Leibgericht von viele. Und jetzt habe ich heute bei jemand bestellen wollen, wollte den ein bisschen Pusher, wollte fragen, ob er vielleicht ein bisschen Werbung braucht. Der gute Mann hat frisch aufgemacht, ist verheiratet, hat ein Kind. Was muss er leider erfahren? Er lässt seinen Schwiegervater ans Telefon. Dieser spricht gebrochen bis gar kein Deutsch. Nach 5 bis 6 Sätzen habe ich aufgelegt, habe gesagt, sorry, ich kann bei euch nicht bestellen. Und habe jetzt bei meinem Haus- und Hoflieferanten Pizza bestellt. Warum? Das zeige ich euch jetzt gleich. So, großer Pizzatest, und zwar vom Lieferservice La Pizza in Remchingen sind die. Und da habe ich bestellt einmal Schinken mit Salami und Pilsen. Das ist die hier. Sieht wunderbar aus, schöne frische Zutaten. So gehört sich das. Die riecht da herrlich. Da riecht man schon die Gewürze. Das ist die erste. Dann kommt die zweite. Das ist jetzt eine Margherita. Ne? Unschwer zu erkennen. Schön auch hier dran, ziehe ich gerade. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Auch nicht zu dunkel. Wunderbar. Genauso wie ich möchte es aber. Das ist natürlich wieder, ja. So, dann hier Quattro Formaggi. Super lecker. Werde ich auch nochmal gleich testen, ob sie auch genauso gut sind, wie ich das letzte Mal, wo ich bestellt habe, vor ja, paar Monaten. Ne? Und hier eine Pizza mit Champignons, also Pilzen, frischen Pilzen, Paprika und Schinken. Ja? Und Mozzarella. Wunderbar. So. Da probieren wir jetzt jeweils ein Stück, ein Bissen. Habe ich mir zurechtgelegt. Frische Zutaten. Die Würze drin. Schmeckt mir gut, aber nicht zu viel. Das Ganze ist nicht so arg salzig, ne? Also man bekommt da nicht so unglaublich Durst drauf. Also die Qualität wurde beibehalten bei der Pizza. Jetzt testen wir die nächste. Mein Lieblings Quattro Formaggi. Da benutzen wir das Stück hier. Schön Blauschimmelkäse. Herrlich. Genauso. Genau so muss es schmecken. Die sieht so gut aus, wie sie schmeckt. Das ist schon mal wie immer einwandfrei, das Ganze. Also die Qualität ist bisher wirklich gleichbleibend. So, jetzt kommt die Margherita dran. Weil ich sagen muss, wenn ich beim neuen Pizzalieferanten bestelle, bestelle ich immer Margherita als erstes. Warum? Wenn die Margherita nicht stimmt, dann kannst du recht auch vergessen. Ja? Das ist einfach so, die Margherita ist die Basis von der Pizza. Ne? So, probiere die mal. Schön leicht, wunderbar. Seht ihr, der Bruder, ja, dünn, aber nicht zu dünn. Nichts verkohlt, nichts angebrannt. Schmeckt super, Würze drin. Mozzarella schmeckt man gut raus. Tomatensauce, einwandfrei. Nichts zu meckern, absolut nichts zu meckern. Jetzt kommt die hier. Gut, jetzt bin ich gespannt. Die habe ich jetzt noch nie bestellt, weil ich eigentlich kein Salami-Freund bin. Aber, also ich esse äußerst selten Salami. Mal gucken. Top, top. Gute Salami. Schmeckt absolut nicht irgendwie künstlich oder so. Nichts übersalze, nichts, nicht zu viel Würze drin.
Das ist alles schön, wunderschön in der Balance. Das ist, guckt euch das an. Dieser Rand hier, ja. Hier ein bisschen bräuner, ja. Aber einfach den Rand, den kann man mitessen. Ich esse normalerweise den Rand nicht, ja. La Pizza schafft's als Einzelstadt, dass ich den Rand mit esse, ja. Warum? Weil einfach, ich meine, der Rand stopft, das ist klar, ja. Aber er kann stopfen, er kann aber auch verbrannt sein. Meistens ist halt im Holzofen verbrannt, ja. Sehr oft ist das der Fall. Ja, ist immer so 50-50 Sache, was für eine Pizza bekommst, ja. Ist der Rand verbrannt? Ist er nur kross, ja? Ist er gleichmäßig kross, ne? Ist immer so eine Sache. Hier einwandfrei, so möchte ich es aber, zumindest für mich. Andere mögen es anders. Da. Kann er auch verstehen, kein Thema. Jetzt, warum bestelle ich bei La Pizza? Ganz einfach. Sage ich euch das Ganze mal. Weil das ist ein Italiener. Und der liefert mir auch noch das hier. Das ist eine wunderschöne große Portion Pommes. Ja. Mal probiere. Pommes ist ja immer so ein Ding. Nochmal. Schön gewürzt. Einwandfrei. Könnte der kleines bisschen größer sein. Mache aber keinen Vorwurf, weil durch den Dampf, durch die Lieferung, weicht das innen drin ein bisschen auf. Kein Thema, ja. So, und hier haben wir einen wunderschönen großen Burger. Ja? Und ich sage es einfach jetzt mal so: Wer sich in Deutschland anstrengt und gut Pizza machen kann, der bricht sich doch mit Sicherheit keinen ab, wenn er Pommes dazu machen kann und kann einen Burger zaubern. Ja? Hier haben wir einen wunderbaren Burger, ja? Mit Salat, mit Tomate, mit Zwiebeln, mit Fleisch drauf. Und ja. Einwandfreie Soße, ich schaue unten drunter ein bisschen. Probieren mal. Aber ich habe den letzten Tag schon gegessen. Ich meine, da kann nicht viel passieren, denke ich. Mal gucken. Gegrilltes Fleisch. Super, schmeckt man gleich. Das ist ein guter Burger. Ne? Ein großer, guter Burger. Top. Also, Leute. Ich kann nur raten, bestellt bei denen. Ist für mich ein absoluter Top-Lieferant. Super Pizza. Preislich okay. Ja? Kein Thema. Und ja, liefert euch Burger mit Pommes. Und, ja, da kommt jetzt noch, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ich bestelle normalerweise immer Getränke dazu, ja, Cola, mal eine Fanta, ganz selten, öfters mal ein Sprite. Aber was habe ich diesmal bestellt? Für den gleichen Preis wie ein Sprite bekommt er eine Pfanne Eistee und zwar 2 Liter. Ja, anstatt 1 Liter Sprite oder Cola oder Fanta bekommt er 2 Liter Pfanne Tee. Ja, habe ich bis auch noch nicht gehabt, ja. Auch ganz selten, dass das eine Pizzeria anbietet zum selben Preis wie Liter Fanta, ja, das muss man, oder Liter Cola, das muss man mal dazu sagen. La Pizza, in Remchingen sind die. Ich finde sie super. Wie gesagt, so muss man das in Deutschland machen. Genauso funktioniert das auch, ja. Dann machen die auch Umsatz, dann ist auch der Kunde zufrieden. Lieferung war jetzt auch relativ schnell. Die Hengst sagte sich viel los. Die hängen jetzt gebraucht 50 Minuten. Das ist absolut in Ordnung. Den gesagt, eine Stunde dauert es da. 50 Minuten waren es da, obwohl viel los war. Ich habe es im Hintergrund gehört, bei der Bestellannahme sind auch Leute reingekommen. Auch absolut top. Und eine Stunde muss man eben einkalkulieren, generell, wenn man was bestellt. Ja, ich lese immer in die Foren, wenn sie irgendwo eine Pizza bewertet. Ja, ich habe eine Stunde warten müssen. Leute, wenn er auf eine Bestellung, also am Wochenende, oder auch wenn viel los ist, wenn ihr da keine Stunde Zeit habt, dann weiß ich halt auch nicht. Ne? Gut, wenn es dann 2 Stunden draus wären, ja, dann muss man gucken, an was es liegt. Aber hier, Stunde gesagt, 50 Minuten geliefert, früher geliefert, einwandfrei, Stunde habe ich einkalkuliert. Und genauso kann man dann auch Pläne machen, ne? Kann man das Abendessen auch planen, ja. Wenn man mal nicht kochen will. Oder wenn jetzt eine Feier ist oder man hat irgendetwas, man ist bei Kumpels, ja. Auch ganz wichtig, ne? Da könnt ihr zum Beispiel dann, wenn er schon die italienische Pizza isst,
könnte natürlich auch einen italienischen Film angucken. Ja? In dem Fall zum Beispiel von Dario Argento, The Deep Red. Den verkaufe ich gerade auf Filmundo.de in der Ultimate Edition. Ja? Ich habe übrigens saubere Finger, keine Angst. Oder aber, was natürlich auch ganz gut kommt, ihr macht einen italienischen Abend mit der Pate, ne? Mit der DVD Collection. Auch super Idee. Ne? Alles in allem ein wunderbarer Abend. Preislich einwandfrei. Ja. Ich muss nicht heulen, ich muss keinen Kredit aufnehmen und mein Bankberater ist auch zufrieden. La Pizza in Remchinger. Daumen nach oben vom Gamerook. So macht man das. Und genau nur so. Ihr seid super. Ich bin der Gamerook. Macht's gut. Tschüss.